Ich grüße euch herzlich hier an diesem wettertechnisch doch sehr turbulenten Ostermontag. Ja, die kalte Polarluft ist bei uns angekommen. Heute zieht die Kaltfront durch. Im Süden ist es ja noch etwas milder, doch das ändert sich dann spätestens am Abend. Hier ein Foto, nicht aufgenommen irgendwo in der Lüneburger Heide, sondern von den Lofoten, also nördlich des Polarkreises, ganz im Norden von Norwegen, aufgenommen im Frühling. Dort dauert das Ganze ein bisschen länger, bis sich da der Winter gänzlich verabschiedet. Und von genau dieser Region, von genau dort oben, haben wir momentan eine eisige Luftmasse bekommen. Diese ist aus dem direkten Wege von den polaren Regionen nördlich des Polarkreises direkt bis zu uns geströmt. Das sehen wir hier auf dieser Karte zur Orientierung. Wir blicken hier auf den polaren Bereich der Nordhalbkugel zur Orientierung. Hier haben wir Europa und die Farben, das ist die Temperatur in 1,5 Kilometern Höhe. Das zeigt ganz gut, welche Luftmassen wir hier haben. Und wir sehen hier sehr gut in Verbindung mit diesem Tiefdruckgebiet hier nördlich von Norwegen und diesem kräftigen Hoch südlich von Island wird hier diese eisige Polarluft auf direktem Wege zu uns nach Mittel- und zum Teil sogar bis nach Südeuropa transportiert. Ja, und die Luft bewegt sich hier auf dem gesamten Weg über den Nordatlantik und die Nordsee, kann also einiges an Feuchtigkeit aufnehmen. Zwar ist dann die Luft bodennah nicht mehr ganz so kalt wegen dem wärmenden Meer, aber wir befinden uns ja noch im Frühjahr, die Meerestemperaturen sind noch relativ kalt und besonders in der Höhe, da haben wir dann sehr kalte Temperaturen. Und in Verbindung mit der kräftigen Aprilsonne wird das dann sehr explosiv. Zunächst mal die Frühtemperaturen morgen früh, nachts, da lockert es verbreitet auf und dann wird es sehr kalt in der Polarluft, besonders in den Mittelgebirgen, in den höheren Lagen, oft unter minus 5 Grad, am Alpenrand sogar in manchen Tälern teils unter minus 10 Grad und selbst hier im Flachland in Norddeutschland minus 2 Grad und auch im Westen in den Niederungen minus 1 Grad, nur in direkten Küstennähe, da ist es mit um die 0 Grad etwas milder und nur örtlich frostig. Tagsüber, da wird es auch nicht mehr sonderlich warm. In den Mittelgebirgen, in den höheren Lagen, zum Teil nur knapp über 0 Grad. Ansonsten so 5 bis 7 Grad, am wärmsten noch entlang der Oberrheinebene mit bis zu 8 Grad. Die Höchsttemperaturen werden aber auch nur dann erreicht, wenn mal kurz die Sonne scheint. Denn in Verbindung mit dieser kräftigen Sonne und der kalten Luft entstehen im Laufe des Tages ganz schnell zum Teil kräftige Schneeregen, Schnee und auch Graupelschauer, zum Teil sogar mit Blitz und Donner. Und während so ein starker Schauer durchzieht, dann kühlt es schnell so auf knapp über 0 Grad ab. Dann kann sich sogar auch eine Schneedecke bilden, zumindest kurzzeitig, auch in den Niederungen. Aber sobald dieser Schauer weiterzieht, die Sonne kommt wieder heraus und die Sonne jetzt im April, die lässt den Schnee dann sofort wieder dahin schmelzen. Nur in den höheren Lagen der Mittelgebirge, hier, wo sich zum Teil auch die Schneeschauer stauen, da wird es dann für eine winterliche Landschaft reichen können. Aber auch hier nagt die Sonne dann immer wieder an dem Schnee. In der Nacht auf Dienstag könnte uns ein kräftiges Schneefallgebiet treffen. Wir sehen es hier in der Animation, wie es dann hier über den Westen und später über die Mitte über uns hinwegzieht. Und da wir uns in der Nacht befinden, in Verbindung mit dieser kalten Luft, kann es auch im Flachland und sogar in den milden Regionen im Westen, wo wir zum Teil ja Schnee im Winter kaum kennen, auch dort könnte es sogar weiß werden und glatte Straßen am nächsten Morgen geben. Wie genau das Schneefallgebiet ziehen wird, das ist noch nicht so ganz sicher und auch wie kräftig es noch nicht ausfällt. Hier dieses Modell, das sieht es sehr verbreitet, also sieht sehr viel Schnee hier im Westen. Andere Modelle sehen das eher anders. Da sieht man zum Beispiel, dass es eher weiter im Westen verläuft und wir eher nur in der Eifel getroffen werden. Also ganz sicher ist das noch nicht, das müssen wir im Auge behalten, aber hier ist das Potenzial da, dass wir hier zum Teil sehr winterliche Straßenverhältnisse am nächsten Morgen bekommen, auch in Regionen, wo wir das nicht so gut kennen. Der Blick auf die Schneemengen bis Donnerstagmorgen zeigt, dass wir besonders im Süden und auch in den Mittelgebirgen verbreitet eine Schneedecke bekommen werden, zumindest zeitweise. Auch im Norden zum Teil Regionen, wo es zumindest zeitweise mal eine leichte Schneedecke geben kann. Natürlich in Verbindung mit so kräftigen Schneeschauern, die dann durchziehen. Im Osten und in Küstennähe, da wird es nur örtlich für Schnee reichen, ansonsten bleibt es hier grün. Genauso auch im Südwesten, hier in den Flusstälern, besonders entlang des Rheins, sowieso meistens zu warm dafür. Außerdem lösen sich dort auch meistens die Schauer wieder auf. Somit bleibt es hier trockener und sonniger, aber dafür regnen sich diese Schauer auch besonders am Nordrand der Mittelgebirge ab, wie hier im Siegerland, der Eifel, Harz sowieso und auch Erzgebirge. Und da kann dann auch einiges zusammenkommen. Zwischen 10 und 20 Zentimetern ist hier alles drin. Besonders in den höheren Lagen wird es sehr winterlich. Auch in Süddeutschland kann es weiß werden und besonders entlang der Alpen, da haben wir dann auch wieder eine richtige Winterlandschaft. Ja, das war's für heute. Kommt gut durch die ja eher winterliche Aprilwoche und wir sehen uns dann gerne beim nächsten Mal wieder.